Seit heute 22 Uhr auf dem Freitag hat das Wasser-Event begonnen. Und wir haben jetzt neue Shinies am Start. Einmal Shiny Kanivania und ein Shiny Schmerbe. Und wir haben auch neue Feldforschungen. Und die gehen wir sofort mal im Detail durch. Denn ab jetzt wird es nämlich richtig spannend. Ich denke, dieses Pokémon Go Wasser-Event dürfte auch für viele Pokémon Go Spieler eins der größeren Highlights sein in diesem Jahr. Weil viele mögen Wasser-Pokémon. Neue Shinies auf jeden Fall auch. Wir haben jetzt sogar wieder die Möglichkeit, auf Carpador-Jagd zu gehen. Auch das ist richtig geil. Also ich habe die Medaille für das Fangen von großen Carpador noch nicht. Also für die Anglerweste. Und das ist das einzige Pokémon, was ich permanent wirklich auch immer fangen werde. Denn normalerweise erkennt mich, wenn ich auf Shiny-Jagd gehe mit meinen beiden Handys, dann bin ich oft nur am Anklicken, habe gar nicht die Zeit, alles zu fangen. Und man muss, wenn man ein Shiny haben möchte, einfach über die Masse gehen. Anders geht's nicht. Das ist wie, als wenn du so ein Handheld-Spiel halt hast und da gräst du ja auch immer nur von Gras zu Gras in der Hoffnung, dass irgendwann das gewünschte Pokémon kommt und da fängst du auch nicht jedes oder besiegst jedes. Macht ja auch keinen Sinn. Du willst ja ein Shiny haben. Und genau so muss man hier auch vorgehen. Aber das ist das Schöne. Wenn du keinen Bock hast auf das Shiny, sondern einfach nur ein paar Bonbons farmen möchtest oder das auf Perlu abgesehen hast oder auf so ein Totok, hey, dann kannst du einfach die Feldforschung machen und das ist auch schön. Das ist das Coole, hier kann jeder genau das machen, worauf er Bock hat. Aber dazu erstmal später noch ein bisschen mehr im Detail. Wir gucken uns die Feldforschung an. Was ich schon mal cool finde, wir können Schmerbe nicht nur in der Wildnis finden. Nein, wenn du die Quest findest, dass du ein Bonbon holen sollst durch deinen Buddy, dann ist dort ein Schmerbe drin. Und diese Quest zu erledigen ist mega einfach. Also ihr wisst, wir haben ja jetzt in dem Event noch einen weiteren Bonus, dass wenn du als Buddy ein Wasser-Pokémon hast, ist die Distanz um die Hälfte reduziert, bis du eben eine Bonbon erhalten hast. Na, das war schlecht erklärt, aber ihr wisst, was ich meine. Also einfach einen Carpador genommen oder einen Gyarados. Normalerweise brauchst du einen Kilometer, kriegst einen Candy und gut ist. Und jetzt hast du eben die Hälfte dafür, die du brauchst. Also 500 Meter. Und 500 Meter für einen Candy? Das ist doch so ein Traum. Das ist ein Traum, also die Quest wird immer genommen, wann immer ich sie finde. Dann für mich persönlich eins der Highlights, Krabby. Krabby für das Fangen von 5 Wasser-Pokémon, denn ich habe dieses Pokémon noch nicht in Shiny. Sehr wahrscheinlich werde ich es auch in dem Event nicht bekommen, weil 1 zu 450 und selbst wenn ich die Quest 450 mal schaffe, gibt es immer noch keine Garantie, das auch zu erhalten und so oft habe ich es jetzt nicht gefunden. Aber ich werde Mühe geben und ich werde es auch hoffentlich dann bekommen. Hoffentlich. Dann, Kanivania ist schön in der Feldforschung zu haben, aber dafür Team Rocket besiegen. Naja, also ihr kennt ja meine Einstellung zu Team Rocket. Ich versuche eher diese Kämpfe zu meiden, denn das frisst alles einfach nur Zeit und Tränke und ich habe da immer keinen Bock drauf. Und genau das muss ich aber machen, wenn ich die Chance erhöhen möchte auf einen Shiny Kanivania. Das bin ich da ein bisschen im Zwiespalt. Denn wie mache ich's? Ich glaube, ich lasse die Quest dann trotzdem sein, es sei denn, ich habe sie rein zufällig dreimal im Queststapel und in der Nähe ist auch gerade so ein Team Rocket Rüpe. Dann würde ich's dann doch auch machen. Aber in der Wildnis sind die ja auch nicht so selten. Also ich glaube schon, ich bin da besser dran und auch effektiver mit dem Fahrrad einfach die Routen abzufahren und dann immer auf die Kanivanias auch zu klicken. Denn die Chance ist ja dieselbe. Nur ist halt das Kämpfen gegen Team Rocket etwas umständlicher. Aber das sind zumindest die drei Quests und ich finde es auch cool, dass die gleich so geordnet sind. Das ist das, auf was ich mich konzentrieren werde in der gesamten Woche. Nur diese drei Quests. Alles, was da drunter ist, ist für mich absolut uninteressant. Ich habe die Quest für Europe noch nicht mal gefunden. Also 5 Schnappschüsse machen, wäre mir auch zu anstrengend. Ich glaube, die werde ich direkt rauslöschen. Zumal ich es ja schon in Shiny habe. Und Perlu. Perlu finde ich genial, weil es gibt bestimmt einige Spieler, die an dem Perlu-Tag nicht spielen konnten. Und für diese Spieler ist das ein guter Kompromiss, hier nochmal an einen Shiny zu kommen. Und ich glaube auch nicht, dass die Shiny-Chance bei Perlu bei 1 zu 450 liegt. Vielleicht 1 zu 50, wie bei Onix zum Beispiel, oder 1 zu 150. Also hier ist die Chance doch sehr hoch, dass man an das schillernde Perlu auch kommt.
gut für mich. Ich hab's halt schon. Ich brauche die Quest also nicht machen. Finde ich richtig gut, denn das verschlingt auch ordentlich Candies. Dreimal entwickeln. Ein Schmerbe oder ein Kanivania. Also, das ist schon abartig viel. Denn das sind 150 Candies, die man braucht. Selbst mit Sananabeere kriegst du ja 6 Stück. Das heißt, wenn du 10 fängst, hast du 60 Candies. Tja, du kannst zwar die auch verschicken, aber dann musst du 30 Mal schon so ein Pokémon fangen. Aber das ist schon eine ganze Menge. Ich habe zwar 3000 Candies, also es würde mir auch nicht so wehtun. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich diese Quest wirklich nur just for fun mache, wenn ich sie so 2 oder im besten Fall sogar 3-mal habe im Queststapel. Dann würde ich es machen. Turtok lasse ich komplett außen vor. Also ich hätte doch keine 5 Eier, nur für ein normales Turtok, wo es schon viel bessere Alternativen gibt. Keine Ahnung, warum man das macht. Und das Eier ausbrüten kam ich sowieso mal. Denn durch die Enttäuschung mit dem Event mit Mobai bin ich erstmal so bedient, dass ich definitiv keine Brutmaschinen mehr investiere für irgendwelche Eier ausbrüten. Also das kann Niantic vergessen. Die Quest ist für mich sofort weg vom Fenster. Und 2 Raids? Wir müssen 2 Raids gewinnen. Für was ist das? Für ein Azumarill? Was ist das? Ist das ein Scherz? Was hat denn dieses Pokémon bitte da zu suchen? Ich meine, es kann nicht shiny sein. Es ist ein total unnützes Pokémon, was, denke ich, die wenigsten haben wollen. Will es überhaupt irgendjemand haben? Also da verstehe ich die Belohnung nicht. Warum nicht ein Lapras oder sowas? Ja, es ist mir ein Rätsel. Das aber zumindest die Feldforschungen. Also ich finde das Event, so wie es ist, mega genial. Jeder kann sich seine eigenen Ziele setzen und ich habe auch einen Anreiz rauszugehen. Und das ist das Coole. Ich werde auf jeden Fall nicht so extrem spielen wie noch bei der Abenteuerwoche. Da war ich dafür 8 bis 10 Stunden am Tag draußen, neben der Arbeit. Das mache ich hier auf keinen Fall, weil ich Gott sei Dank schon vieles habe. Aber ich will trotzdem die neuen Shinies haben und ich will Krabby in Shiny und ich will die Anglermedaille. Und deswegen gehe ich raus. Vielleicht mache ich als Kompromiss so 4 Stunden am Tag und dann ist das auch okay. Ansonsten habe ich ja noch nebenbei ein PlayStation-Projekt. Wer es noch nicht weiß, Oninaki wird hier auf dem Kanal gerade momentan gespielt. Also schöne Eigenwerbung für mich selber. Und das sind noch meine letzten Worte. Also geht schön raus, jagt die Wasser-Pokémon, habt viel Spaß. Ich wünsche euch viel Glück. Und dann sehen wir uns zur Auswertung irgendwann am Ende der nächsten Woche. Und damit reinhauen und tschüss.